Den Ruf des Heimwegs hören. 52 Grundmeditationen für jede Woche als ein Fundament des Bhakti Yoga von Adrian Seitz und Krishna Chandra. Erstausgabe Sommer 2017. Fotos Adrian Seitz, Text Krishna Chandra, Gegenlesung Margret Held, Gestaltung Janava Devidasi. www.anandadam.com www.radhi.ch. In liebevollen Andenken an Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj. Inhaltsverzeichnis. 1. Versöhnung mit der äußeren Welt. 2. Pause der Reizlosigkeit. 3. Vergänglichkeit beobachten. 4. Was ist Glück? 5. Grundantriebe zu Ende denken. 6. Gelassenheit. 7. Das Wunder der Identifikation. 8. Erwachen der Seele. 9. Stimmung der Leichtigkeit. 10. Unter der Dualität. 11. Seelenverankerung. 12. Nicht im Vorläufigen stehen bleiben. 13. Ruf Gottes. 14. Gehorsam. 15. Geliebte Ungewissheit. 16. Mehr als das Bequeme. 17. Minderwert überwinden. 18. Dem Unangenehmen begegnen. 19. Konzeptionelle Flexibilität. 20. Stiller Geist. 21. Landung an den Emotionen und Gefühlen. 22. Warten. 23. Dein Wunsch. 24. Mit dem Heiligen keine inneren Löcher füllen. 25. Wie verstehe ich die materielle Schöpfung? 26. Vermischung von Erfahrung und Konzeptionen. 27. Über die Grenze seiner Einengung gehen. 28. Gnade der Verwirrung. 29. Menschenliebe, Gottesliebe. 30. Grundhaltung zum Gotteszugang. 31. Wirkliche Verantwortung. 32. Radikale Bereitschaft. 33. Zuflucht im Heiligen Namen. 34. Innere Führung, Leitung des Gewissens. 35. Shri Guru. 36. Wirkliche Gnade. 37. Leiden einladen. 38. Erlebte Gottesferne. 39. Heilige Sorglosigkeit. 40. Sehnsucht. 41. Fragen nach dem Wesentlichen. 42. Jenseits von Friede ist Liebe. 43. Dringlichkeit. 44. Tiefere Verbundenheit. 45. Ausweitung der Liebe. 46. Sich Krishna überlassen. 47. Der Grund zur Heimkehr. 48. Der stille Weg ins Unspektakuläre. 49. Gottesbeziehung. 50. Motivlose Hingabe. 51. Bhakti. 52. Sadhu Sangha.